So, hallo Leute. Heute geht es darum, lohnt sich einen alten Elektroscooter zu kaufen und die Batterien zu wechseln? Ich habe hier mir einen älteren Elektroscooter gekauft. Ich habe das mal rausgesucht. Der ist, weiß ich nicht, circa 10 Jahre alt. Elektroscooter EcoCity 20 hat damals um die 1200 Euro gekostet. Ich habe ihn sehr günstig kaufen können. Und die Batterien, die waren natürlich platt. Hier ist das Akkufach. Fehlt jetzt der Akku. Da habe ich schon was vorbereitet. Ich zeige aber einmal vorher den Scooter, damit man das so sieht. Das ist das Modell, das fährt einmal 20 km/h. Da braucht man keinen Helm. Und es fährt einmal 35, 40 km/h. Da muss man halt einen Helm nutzen und wie man das umschaltet, das zeige ich dann nächste Mal, beziehungsweise das könnte ich auch nachher noch zeigen. So, der Scooter hat Blinker, Licht und hier am Lenker ist halt auch eine einfache Batterieanzeige und eine Kilometeranzeige. Er hat hier auch noch ein kleines Staufach. Mal gucken, da müsste ich mal den Schlüssel abziehen. Hier an der Seite kann man es aufmachen. So, wenn man mal was einkaufen will, hat man hier auch noch ein kleines Staufach. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Erstmal Schlüssel wieder reinstecken. So. Hier habe ich einmal schon mal den Akku ausgebaut. Das waren hier die alten Akkus und die haben alle nur noch so um die 6 Volt. 12 Volt sollen sie haben. Das sind AGM Bleibatterien, Bleisäurebatterien, halt mit so einem Gelvlies, mit einem Vlies drin, damit sie halt auslaufsicher sind. Diese Batterien, die habe ich mir jetzt neu bestellt, sind jetzt circa eine Woche alt. Gab es auch günstig zu kaufen. Ist dasselbe, haben auch 12 Volt. Und die alten sollten haben 20 Ampere Stunden. Aha. Und die haben jetzt 15. Ich habe aber schon mal eine Probefahrt gemacht. Also ich finde, Unterschied ist jetzt nicht groß. Hier ist das Ladegerät dazu. Also das sind ja 48 Volt. Die sind alle in Reihe geschaltet. Man musste die alten Batterien nur rausnehmen, neue rein und die praktisch einmal wieder in Reihe verbinden. Hier ist die Gesamtvoltstärke. Moment. So, also das ganze Akkupack lädt jetzt mit 59,2 Volt. Jede einzelne Batterie hat circa 15, oder wird geladen mit 15,7 oder 8 Volt. Sollte ich jetzt den Stecker rausziehen, ist jetzt noch nicht fertig geladen. Ich mache es aber trotzdem einmal. Stecker raus. So, fällt natürlich die Akkuspannung etwas ab auf 54,6 Volt. Wird natürlich jetzt auch noch ein bisschen fallen. Und die Einzelvoltzahl von der 12 Volt Batterie ist jetzt auf 13,9. Ich denke, eine gute Batterie hat 13,7 oder 13,8 Volt. Es wird vielleicht jetzt noch ein bisschen fallen. Okay, dann haben wir das schon mal. Ich werde das jetzt trotzdem voll aufladen nochmal und schauen, wie viel Spannung das ergibt. Werde nachher dann eine Probefahrt mal machen und wenn ich es schaffe, nehme ich euch mit, damit ihr das Ganze mal sehen sollt oder sehen könnt. Okay. Dann werden wir das jetzt einmal wieder hier weiterladen. Stecker rein. Ach so, was ich jetzt noch mal machen könnte, ist auch wichtig am Anfang, dass man die Einzelbatterien prüft. Aber man sollte da natürlich das erstmal ein bisschen stehen lassen, damit die Batterien sich praktisch da erstmal beruhigen können. Okay, deswegen lade ich es jetzt erstmal weiter wieder auf. Stecker rein. Ladegerät lädt. Und
Dann gehen wir mal einmal rüber nochmal zum Roller, weil ich habe im Internet auch nicht so viel gefunden zu dem Roller, weil viele sagen, oh, wie kann ich ihn von 20 km/h umstellen? Ist eigentlich auch eine recht einfache Sache. Jetzt müsste ich mal eben überlegen. Ja, ich nehme mal eben den Schraubenzieher, mache das mal eben auf. Das werden wir eben zusammen machen. So, brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher. Kreuzschraubenzieher, Lampe. So, wie gesagt, hier ist nochmal das Modell eingeblendet. Gibt es unter verschiedenen Versionen. Ist aber eigentlich ein Leichtmofa, wird eigentlich so als EcoCity 20, kann man das im Internet schön suchen. So, also, man hat jetzt ein Modell, was nur 20 km/h fährt, davon von der Helmpflicht befreit ist. Und es ist einem zu langsam, dann einfach dieses Teil hier aufschrauben. Aufmachen. Rausnehmen. So, dann muss man die Kabel ein bisschen hier mal rauspopeln und innen kommt dann so ein kleiner Schalter. Moment. Man sieht ihn jetzt da hinten versteckt. Mal gucken, ob man das so ein bisschen schöner sehen kann. So, da sieht man jetzt hier einen Druckschalter. Wenn man diesen einmal betätigt, man wird es hören. Ne? Schalter reindrücken. Es ist praktisch ein Ein- und Ausschalter. Ich habe ihn jetzt einmal gedrückt. Läuft das Leichtmofa nur noch 20 km/h, dann Zündung wieder aus, Schalter nochmal drücken und es würde wieder 35, 40 km/h laufen. Mehr ist eigentlich gar nicht da zu machen. Okay, das war's schon. Dann bis nächste Mal, bis die Batterien geladen sind und wir eine kleine Probefahrt machen. Ciao!